Wie endet dieser Krieg? Wie Russland dieses Blatt nochmal wenden will, wo sich jetzt selbst die Offensive im Donbass so schwierig gestaltet, sehe ich einfach nicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht nur Russland den Krieg nicht gewinnt, sondern umgekehrt, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Russland wird erst zufrieden sein, wenn es die ganze Ukraine eingenommen hat. Also ein Kampf bis zum bitteren Ende? Oder wird es wie im Ersten Weltkrieg, ein Stellungskrieg? Eingefrorene Fronten, Soldaten, die in schlammigen Schützengräben ausharren und gegenseitig versuchen, ihre Stellungen mit Hilfe von Mörsern zu zerstören? Oder gibt es doch eine Verhandlungslösung? Wie könnte die aussehen? Tja, wie endet dieser Krieg? Jetzt! Vor mittlerweile mehr als 2 Monaten hat mit dem russischen Überfall auf die Ukraine der Krieg angefangen. Sicherlich zur Überraschung Russlands hält die Ukraine den Angriffen beharrlich stand und die russische Armee stärker in Schach, als die sich das so wohl gedacht hätte. In den 8,5 Wochen ist irre viel passiert. Gewinnt Russland? Gewinnt die Ukraine? Irgendwas dazwischen? In diesem Video gehe ich der Frage nach, wie endet dieser Krieg? Und dabei helfen Hanna Notte, Russland-Expertin vom James Martin Center, Martin Schulze-Wessel, Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU München, aktuell in Oxford, und Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Also gehen wir direkt in die Vollen. Worauf steuert dieser Krieg zu? Wahrscheinlich ist, dass er darauf zusteuert, dass die beiden Seiten, Russland und die Ukraine, irgendeine Vereinbarung treffen müssen, weil beide ermüdet sind. Es ist schwierig momentan vorzustellen, dass eine der beiden Seiten den Krieg gewinnt. Und deshalb bleibt eigentlich nur die Möglichkeit einer Vereinbarung. Und wie die aussieht und wer größere Vorteile daraus zieht, das allerdings wird im Krieg entschieden, je nachdem, wie stark Russland vorrücken kann oder wie stark die Ukraine verteidigen kann. So wie Expertinnen und Experten die Lage beobachten, es ist aktuell unwahrscheinlich, dass Russland die Ukraine erobern kann. Dafür ist für Russland einfach zu viel schiefgelaufen. Russland hat in den ersten Wochen extreme Verluste verzeichnet, Fehler begangen, also es gab zu viele Angriffsachsen in diesem Anfangskrieg, Versorgungsprobleme, logistische Probleme, die Koordination der russischen Streitkräfte ist nicht gut gelaufen. Warum? Weil man keinen hochintensiven Krieg in der Ukraine erwartet hat. Der erste Versuch also, das schnell zu machen, Ende Februar, ist fehlgeschlagen. Der zweite, jetzt mit der Konzentration auf den Osten, der geht langsam voran. Vor allem, das ist ja kein kleines Stück Land, das die da einzunehmen und zu verteidigen suchen. Und selbst wenn die russische Armee die Ukraine vom Donbass bis nach Lviv, also an die polnische Grenze hin, vollständig einnehmen könnte, da hat die ukrainische Bevölkerung ja keinen Bock drauf. Die feiern die russischen Soldaten ja nicht als Befreier, sondern die würden sich gegen diese Besatzung wehren. Russland müsste in der Größenordnung von 500.000, 600.000 Soldaten stationiert lassen in der Ukraine, um für Ordnung zu sorgen. Die hat Russland schlicht nicht. Was man dabei auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann, die russische Kriegsführung ist traditionell nicht besonders ressourcenschonend. Militärische Anweisungen gehen meist von ganz oben über lange Befehlsketten ganz nach unten und sind dann auf einmal auf die tatsächlichen Kriegsumstände nicht mehr angepasst. Das heißt, es werden unglaublich viele Soldaten unnötig geopfert. Das war zum Beispiel schon im sogenannten Winterkrieg gegen Finnland 1939 so und ist auch heute so in der Ukraine. In der ukrainischen Armee, da läuft das etwas anders. In der ukrainischen Armee ist die Kampfmoral sehr viel größer, einmal weil die Ukraine sich verteidigt und auch weil sie eine bestimmte Gesellschaftsform, weil sie Demokratie verteidigt. Aber auch, weil sie wie eine demokratische Armee funktioniert. Putin hat also das geschafft, was er absolut nicht wollte. Er hat die Ukrainerinnen und Ukrainer zu einer Nation zusammengeschweißt. Und die wollen für ihr Land kämpfen. Es steht nicht mehr die Frage im Vordergrund, welcher Sprache man sich bedient und welche Erinnerungskultur man pflegt, sondern im Vordergrund steht die ganz existenzielle Frage, in welchem Land möchte man eigentlich leben? Möchte man in einer Demokratie oder in einer Diktatur leben? Und diese Frage entscheidet sich jenseits von kulturellen Zugehörigkeitsgefühlen. Und diese Frage wird in der Ukraine ganz eindeutig beantwortet, nämlich
pro Demokratie und gegen Diktatur. Schluss, aus, basta für Russland? Nicht unbedingt, denn strategisch könnte der Kreml noch ein Ass im Ärmel haben, das die Situation noch einmal aufmischen könnte. Ein Joker quasi. Ein solcher Joker wäre eine Generalmobilmachung auf der russischen Seite. So, die hat es bisher ja nicht gegeben. Russland könnte also noch einmal ausholen und alle Wehrfähigen ins Militär einziehen, um gegen die Ukraine vorzugehen. Dann müsste Russland aber auch abrücken vom Narrativ der Spezialoperation und es auch im eigenen Land Krieg nennen. Dass Wladimir Putin diesen Weg gehen wird, ist zwar unwahrscheinlich, aber leider auch nicht komplett ausgeschlossen. Wenn man schon der russischen Gesellschaft nach und nach sozusagen verkauft, es gibt ein großes Problem des Faschismus in der Ukraine und die Ukraine ist mehr oder weniger instrumentalisiert durch eine NATO, durch einen Westen, die sozusagen Russland canceln will, Russland zerstören will, dann schafft man auch die Grundlage dafür, irgendwann zu argumentieren, wir sind jetzt in einem Kriegszustand, wir sind nicht mehr in einer Spezialoperation. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch aufmerksam beobachten muss. Also, dass Russland die gesamte Ukraine, Stand jetzt, einnimmt und hält, unwahrscheinlich. Aber genauso unwahrscheinlich ist es, dass die Ukraine Russland wirklich komplett aus der gesamten Ukraine, diesem riesigen Land, zurückdrängen kann. Gewisse Gebiete im Norden, im Süden, die kann die Ukraine wieder zurückerobern, sagen Expertinnen und Experten. Aber Russland komplett aus der Ukraine kicken? Schwierig. Und nicht ungefährlich. Ich glaube aber tatsächlich, wenn es dazu kommen sollte, also zum weiteren Zurückdrängen der russischen Streitkräfte durch die ukrainische Armee, dann sozusagen begeben wir uns wahrscheinlich in das gefährlichste Territorium, was auch möglichen Einsatz von unkonventionellen Waffen betrifft. Weil ich glaube, je mehr Präsident Putin sich in die Ecke gedrängt fühlt und das Gefühl entsteht in Moskau, man könnte diesen Krieg gar verlieren, desto wahrscheinlicher wird es, dass er zu drastischen Mitteln greift. Dass Russland aber sogar so weit gehen würde, die Atomwaffen auszupacken, nur um das Gesicht zu wahren, das ist gerade nicht wahrscheinlich. Da sind sich viele Expertinnen und Experten einig. Aber mit diesem Worst-Case-Szenario lässt sich natürlich gut drohen, wenn es denn sonst schon nicht so gut läuft, wie man gedacht hatte. Bis es zu dieser krassen Eskalationsstufe kommen würde, gäbe es aber noch einige andere Register, die gezogen werden könnten. Zumal ja Putin bzw. das russische Militär erst neulich klar gesagt hat, dass das Ziel der Invasion darin besteht, die volle Kontrolle über die Südukraine und die östliche Donbass-Region zu übernehmen. Das, was momentan versucht wird seitens Russlands, ist, die sogenannten Volksrepubliken im Osten wirklich ganz zu besetzen und dann möglicherweise um Cherson eine weitere Volksrepublik zu gründen, sozusagen einen gefakten Staat, den nur Russland anerkennt. Und diese gefakten Staaten, die sollen dafür sorgen, dass man dort Legitimität hat, also dass man irgendwie Bürgermeister einsetzen kann, dass man politische Strukturen aufbaut. Und wenn das gelingt, auch an der gesamten Küste bis Odessa durchzuführen, dann gibt es so einen ganz kleinen Streifen nördlich in Moldau, Transnistrien, das ist auch von keinem anerkannter Staat, wo russische Truppen stationiert sind. Die könnten sich dann miteinander verbinden. Und das heißt, die Ukraine wäre im Norden von Belarus, im Osten und Süden von Russland vollständig umschlossen. Die ganze Küste des Schwarzen Meeres beherrschen und die Ukraine von Seeverbindungen völlig abschneiden. Ein Gebiet unter russischer Herrschaft. Erfüllt sich Russland den historischen Traum vom Projekt Neurussland unter Katharina der Großen Ende des 18. Jahrhunderts? Oder ist das doch eher Strategie? Das sind sicherlich Warnsignale. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Russland sozusagen wirklich Gebiete halten kann. Ich würde deswegen diese russischen Drohgebärden, was Moldau und was die Südukraine betrifft, ein bisschen anders bewerten. Ich glaube, dass Russland versucht, erstmal an dem festzuhalten, was man im Süden eingenommen hat. Und da gehört auch Mariupol zu, wo es anscheinend noch weitere Kämpfe gerade geben soll. Aber trotzdem hält Russland diese Stadt ja besetzt. Und dann eben eine wirtschaftliche Blockade im Prinzip der Ukraine zu unternehmen. Denn wenn man Mariupol hält und auch Odessa immer wieder mit Raketen beschießt, das sind ja wichtige Hafenstädte der Ukraine. Und damit wird sozusagen wirtschaftlicher Handel für die Ukraine enorm erschwert. Und damit hätte man unter Umständen auch eine weitere Trumpfkarte in der Hand, wenn man sich irgendwann aus Moskaus Sicht
aus einer Position der Stärke doch wieder an den Verhandlungstisch zurücksetzen will. Gut, das heißt aber von den zwei großen Möglichkeiten, wie dieser Krieg endet, Russland gewinnt, die Ukraine gewinnt, wird es die dritte. Es ist irgendwas dazwischen. Am wahrscheinlichsten für Hanna Notte ein Zermürbungskrieg. Ich glaube, wenn wir von einem Zermürbungskrieg ausgehen, dann wird es irgendwann einen Waffenstillstand geben und man wird sich zurück an den Verhandlungstisch setzen. Davon gehe ich schon aus. Außenminister Lavrov hat gestern noch mal selbst gesagt, alles wird mit einem Vertrag enden. Es gibt also eine Verhandlungslösung. Nur, wie kann die aussehen? Das hatten ja zu Beginn einige gesagt. Es braucht da sogenannte geopolitische Abkommen. Ja, zu Lasten der Ukraine, weil die Land verliert, aber immerhin ist dann der Krieg vorbei. Nur, dieser Krieg wird ja sehr brutal geführt. Das macht so ein Abkommen sehr schwer zu rechtfertigen. Lawrence Friedman, der forscht seit vielen Jahren über Kriege und beobachtet auch den Krieg gegen die Ukraine genau, der hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, warum sollte man ein Stück der Ukraine an ein Land verschenken, also Russland, das Zivilisten abschlachtet? Außerdem würde das auch keine Stabilität schaffen. Wie 2014 mit der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland, würde da eine offene Wunde bleiben, sagt Friedman. Und der Rest Europas müsste sich Sorgen machen, dass Russland bald eine weitere Militärkampagne startet. Hier eine Lösung für alle Parteien zu finden. Das wird brutal schwer. Die Ukraine hat sich 1994 darauf eingelassen, ihre Atomwaffen abzugeben für das Versprechen territorialer Integrität, was damals durch Russland gegeben wurde, aber auch von den Vereinigten Staaten und Großbritannien garantiert wurde. Dieses Budapester Memorandum war das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde. Russland hat sich einfach darüber hinweggesetzt. Und die Frage wird sein, welche vertragliche Vereinbarung kann man finden, die stärker ist als dieses Budapester Memorandum, aber nicht die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine inkludiert, die ja von der Ukraine selbst jetzt nicht mehr als Forderung gestellt worden ist. Das wird sehr, sehr schwer sein. Die grundlegenden Interessen Russlands, Einfluss über Europa zu gewinnen, um Weltmacht sein zu können, die haben sich ja nun nicht geändert. Insofern stimmt die Einschätzung, dass jeder, in Anführungszeichen, Frieden, der jetzt getroffen wird, nur vorläufig ist. Das würde sich erst ändern, wenn Russland von seinen imperialen Zielen ablässt, wenn Russland sich mit dem zufrieden gibt, was es ist. Eine russländische Föderation, die eben nicht bestrebt ist, Belarus oder die Ukraine oder Moldau oder andere Staaten zu beherrschen. Und dann ist das Ganze auch noch irre kompliziert. Die Ukraine möchte Sicherheitsgarantien in einem neuen Vertragssystem haben. Ja, Sicherheitsgarantien mit westlichen Garanteuren, die im Prinzip der Ukraine zusichern, dass sollte sie jemals nochmal Opfer eines solchen Angriffskriegs werden, dass dann sozusagen auch militärischer Beistand von diesen westlichen Staaten kommt. Jetzt ist zunächst mal die Frage, welche Staaten wären bereit, solche Garantien überhaupt auszusprechen? Denn es würde ja de facto einer NATO-Mitgliedschaft, die man bisher abgelehnt hat, gleichkommen. Und würde Russland es jemals akzeptieren, wenn ja auch die NATO sozusagen das große Feindbild ist, was man seit Jahren der russischen Bevölkerung verkauft, würde Russland es akzeptieren, dass es westliche Garanteure gibt, die der Ukraine die Sicherheit in dieser Art und Weise auch militärisch zusichern? Also wie sich das gestalten kann, das mag ich im Moment kaum zu prognostizieren, weil ich da irgendwie die Schnittmenge auf beiden Seiten gar nicht sehe. Aber letztendlich, wenn Russland militärisch geschwächt wird in diesem Krieg und gar die Ukraine es vermag, Russland in gewissem Maße zurückzudrängen, dann wird auch Russland irgendwann zu bestimmten Konzessionen bereit sein müssen. Trotzdem, wenn wir mal davon ausgehen, dass es auf kurz oder lang so eine Art Übereinkunft, eine Art Vertrag gibt, ja, also das wahrscheinlichste aller Szenarien, wie dieser Krieg endet, was bedeutet das dann für Europa, für Deutschland, für uns? Also für uns hat der Krieg jetzt schon die Konsequenz, dass die NATO zusammensteht, die EU zusammensteht, dass die Abschreckung an der Ostgrenze der NATO intensiviert wird, dass wir in Zukunft viel vorsichtiger mit Russland umgehen,
dass wir uns von russischen Energielieferungen freimachen, dass Russland auf lange Zeit ein Partner nicht mehr sein kann, sondern ein Staat ist, mit dem man vielleicht notwendige Beziehungen pflegen muss, aber nicht mehr. Das ist jetzt schon die Folge, egal wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass wir mit Russland, einem Russland geführt durch Präsident Putin, zum Status quo ante mit Russland in Europa zurückkehren können. Also auch aufgrund von dem, was bereits sich in der Ukraine ereignet hat, wie viele Zivilisten ums Leben gekommen sind, die Gräueltaten in Bucha, glaube ich, dass die westlichen Sanktionen auf lange Sicht bestehen bleiben werden. Selbst wenn dieser Krieg dann irgendwann einmal vorbei ist, dann sind immer noch etliche Sachen zu klären. Denn sowohl Russland als auch die Ukraine haben halt krass wichtige Rollen auf der Welt. Bei Energiefragen zum Beispiel oder auch in Sachen Lebensmittel und Versorgung. Da kommen also selbst nach einem Ende des Krieges auf jeden Fall noch jede Menge Baustellen auf die Politik zu. Aber alles zu seiner Zeit. Du weißt jetzt hoffentlich besser, welche Szenarien in diesem Krieg wahrscheinlicher sind als andere. Ein Like hilft diesem Format sehr und wenn du es teilst, noch mehr. Und BR24 gibt keine Ruhe, bis du nicht endlich auch ein Abo dagelassen hast. Denn BR24 ist besser im Abo. Eine Playlist mit allen meinen Videos zum Stöbern, die findest du hier. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.